passend zu dieser Thematik Stadtpolitik würden wir jetzt auch noch mal etwas zum Thema Miete sagen. Denn schließlich ist Miete ja so ein Thema in dem Wahlkampf. Dem haben wir uns auf unserem Plakat noch angenommen. Einzelne Leute meinten, ihr seid doch eigentlich eher für den Ausverkauf der Stadt unter Rot-Rot verantwortlich. Und da haben wir gesagt, naja, okay, lese ich den Redebeitrag vor. Die SPD war schon immer die Partei der Mieter und das bedeutet die Partei der Menschen, die auch tatsächlich Miete zahlen. Selbst ein Großteil unserer Mitglieder noch unter unwürdigen Bedingungen in den Hinterhäusern und Kellern Deutschlands leben musste, war die Miete immer pünktlich bezahlt. Denn den deutschen Arbeiter eine Sache stets unermüdlich in die Fabrik trieb, dann war es der Wunsch nach den eigenen vier Wänden, wo er am Ende des Tages auch mal König sein kann. Schon früher kannte die SPD das Potenzial der Wohnungsfrage und widmete diesem politischen Feld seit ihrem Gotha-Programm 1875 ein stetig wachsender Aufmerksamkeit. Wir waren immer die treibende Kraft hinter Innovationen der Wohnungspolitik. So konnten wir nach unserer Machtübernahme 1918 mit der Förderung des genossenschaftlichen und vor allem des sozialen Wohnungsbaus schrittweise die herrschende Wohnungsknappheit beseitigen. Doch wer will schon ewig in einer kleinen Mietswohnung leben? Deshalb sind wir besonders stolz, dass es spätestens seit den 70ern dank der von uns vorangetriebenen sozialen Verbesserungen für viele Genossen möglich geworden ist, den Lebensabend im eigenen Heim zu verbringen. Die Flucht aus der Enge des großstädtischen Arbeiterquartiers konnte jedoch nur denjenigen gelingen, die ihr hart erarbeitetes Geld immer schön zur Bank getragen haben und es nicht für Glücksspiel oder Alkohol ausgegeben haben. Vom eigenen Heim im Grünen war es auch nur noch ein kleiner Schritt zur Eigentumswohnung am Kollwitzplatz. Die SPD eroberte sich so die alten Arbeiterbezirke zurück, wo vorher die Bonzen am Anfang des 19. Jahrhunderts noch gezittert haben. Ist endlich wahr geworden, was wir wollten. Die SPD-Widerschaft zieht in die Belle Etage ein und besser noch ins ausgebaute Dachgeschossloft. Dieser kurze historische Abriss verdeutlicht, warum wir heutzutage keinerlei Verständnis für Gesindel haben, das seine Miete nicht bezahlt. In Abwandlung der Worte des großen Vorsitzenden Franz Müntefering können wir solch einem Pack nur sagen, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen und wohnen schon gar nicht. Uns kann niemand erzählen, dass es heutzutage nicht möglich wäre, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Es ist doch wohl nicht zu viel verlangt, für ein Dach über dem Kopf auch mal 50% des Monatseinkommens zu berappen, ohne gleich nach Mietobergrenzen zu schreien. Statt Heizung gibt es dann halt warme Pullis, statt Rouladen gibt es dann eben die gute alte Bulette. Hauptsache, die Miete wird pünktlich überwiesen. Deswegen sagen wir klipp und klar, Mietpreissenkung, Vergesellschaftung des Liegenschaftsfonds, Mietobergrenze ist und bleibt Kommunismus. Yeah.